Warte. Ich wollte das nur mal austesten. Das ist nein, ey. Schlemi, du suchst da Reisen, aber nimmst das Eisen nicht mit, was du findest, oder wie? Was ja, klar. Der Hintergrund ist kaputt. Lol. Wenn man zu hoch steht, also unten keine Dingens mehr sind, dann ist einfach noch schwarzer Bildschirm. Ich denke mal, das liegt auch an der Auflösung. Okay. Wo sind denn die ganzen Goblins hin? Oh, ich habe ein bisschen Eisen gefunden. Sticky Glowstick, was ist der Hölle? So, ich hab mal eben so, hier Magic Mirror. 13 Eisen habe ich hier gefunden. Ah, cool. Ich hab den Glowstick einfach mal da oben geplaced an der Tür. So als Lampe. Okay. Sieht sehr schön aus. Ja, in der Tat. So, so. Jetzt habe ich 24 Eisenbarren, wenn das nicht reicht. Oh ne. Ups. Hier hast du noch mehr. Danke. Oh nice, ich hab Dynamit da. Schmeiß doch ein bisschen was gleich mal. Ich baue erstmal eben nochmal die Schatten. Idiot, ich hab jetzt 3 Ambosse gebaut. Toll. Das ist toll. Es lohnt sich ja auch richtig, ja. Ups. Dämonenbau, Vorax of the Night. Light's Bane! Breaker, ja, den ganzen Mist können wir uns jetzt herstellen hier. Was wir allerdings am meisten brauchen, ist ein Zeug aus der Hölle und vor allem auch Heiltränke. Lol, ich hab ihn weggeschmissen. Wir brauchen Heiltränke und Händler und sowas. Ich hab noch genug. Ein Glück, dass ich mir 20 Stück noch. Kriegen wir hin, dass die Händler nochmal kommen. Beim anderen war das irgendwann da einfach. Ja, du musst du musst hier Stühle und Tische bauen. Genau, also so Tisch, Räume, dann Stühle und Tische. Feste Lichtquelle. Ja. Das machen wir aber hier drüber. Oder machen wir das auch unter der Erde? Ja, könnt ihr drüber machen. Jo. So, müssen wir aber mal bauen hier. Ich grab mittlerweile mal ein Tunnel nach unten. Machen wieder so ein breites Haus wie vorher. Hier auch nach links. Ja, so hoch reicht schon. Muss nicht höher sein. Wir wollen ja nicht zu großzügig sein für unsere Gäste. Ach, echt? Stimmt. Es muss ja auch nicht toll aussehen, es muss nur Funktion haben. Wir können es ja später toll aussehen lassen. Die arme Brust. Ich geh mal Holz sammeln auf der Seite hier. Das sieht irgendwie richtig mies scheiße aus. durchaus. Aber man muss es ja nicht sehen. Wir können ja auch einfach zum Dungeon gehen und sagen, so, da ist jetzt unser Haus. Aber die NPCs brauchen auch irgendein Haus zum Wohnen. Und hier packe ich mal die Pegasus-Stiefel rein, anstatt immer Obsidian-Skull. Hier kommen auch Goblins, vom Westen? Nee, vom Osten. Ja, aber vom Westen kommen auch welche hier. Ach. Ich gehe mal zum Dungeon rüber übrigens und schau da ein bisschen rein. Jo, kannst du machen. Ob es da was gibt zu sammeln. Falls der Dungeon. Den Boss müsstest du mittlerweile alleine platt machen können. Ja, obwohl, wenn ach, den Boss müssen wir auch noch umhauen, fällt mir gerade ein. Jo. Den kannst du aber alleine umhauen, also ich hab's zumindest geschafft, ihn alleine umzuhauen. Ja, genau, mit noch 20 HP übrig. Ach so, hast du deine Heiltränke. Nein. Viel Spaß. Ach, danke sehr. Tom. Ich könnte mal kurz in die andere Welt gehen und mir da ein paar Heiltränke kaufen. Nein, das machst du nicht. Genau. Wieso nicht? Ja. Das ist nicht unfair. Das wäre uns unfair gegenüber. Ich könnte euch ja welche mitbringen. Nein. Ich habe übrigens gerade 3 in der Truhe gefunden. Wir lassen uns nicht bestechen. Ja. Ach, ich hole mir einfach trotzdem welche. Ich bin Egoist. Hier sind Kakteen. Seit wann gibt's Kakteen? Die machen einem Schaden, wenn man sie berührt. Einen Schaden. Ne, ohne Witz jetzt. Ich gehe dann mal gleich in die andere Welt und was ist denn das? Hier kommt ein anderer Hintergrund. Jungle! Der Jungle ist hier in der Oberfläche. Das ist in der Tat selten. Oder war's? Jungle Bat. Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Das Gefühl, dass auf dieser Seite ja kein Dungeon sein wird. Stimmt, der muss dann auf der rechten Seite sein. Da war ein Piranha. Aber die Corruption ist rechts, das verwirrt mich jetzt irgendwie. Ja, das ist möglich. Aber das ist echt cool hier, der Jungle. Den können wir dann auch nochmal erkunden, weil da sind, soweit ich weiß, auch mehr Viecher jetzt. Voll verschiedene.
Das ist aber verdammt also breit. Also die Jungle hat mir am Ende wirklich am meisten Spaß gemacht. Das war richtig geil nachher. Mhm. Ich fand den Dungeon eigentlich am coolsten. Tom, lass mal eben das Wasser noch mal schneller rendern hier. Jungle haben wir unser nützliches Tool bekommen, hier diesen Grappling-Hook. Ich sehe eine fliegende Insel, da in der Luft, ich sehe die Kletterpflanzen nach unten, ich gehe da mal nach oben. Oh mein Gott. Tom, lass mal eben das Wasser schneller rendern. Oder verarbeiten. Sekunde, ich mach das mal schnell hier. Ich schreibe hier rein, settle. Zack. Forcing water to settle. Oh nice, jetzt geht's los. Hey Jungle Bat. Ah ja, jetzt muss man ja nicht mehr einzeln klicken, sondern Rechtsklick gedrückt halten. Praktisch. Um zu stacken. Hab ich irgendwie ganz vergessen. Ja, das kommt man aber schon zu unserer Aufnahme. Jo. Ja, nur wir waren irgendwie. Ich hab das gemacht. Ja, klar. Ja. Am Ende vielleicht. Okay, ich bin hier oben hingekommen. Perfekt. Uff. Da oben die Kiste. Die möchte ich! Die ist wichtiger als zum Dungeon zu gelangen. Ach echt? Ist eh nur irgendwie Boomerang oder so drinne. Oder wenn du sehr viel Glück hast, sogar dieses Falldingens. Jo. Das will ich haben. Lalalala. Ach ey. Außerdem gibt's ja neue Items. Stimmt, zum Beispiel hier diese. Diese? Diese. Da oben ist eine Harpier. Nice, ja, das sind diese komischen Viecher hier. Die sind echt widerlich. Inwiefern widerlich? Monstertechnisch widerlich. Vielleicht springt ihr mich gleich um. Ich hab Angst. Oh, das war gerade verdammt knapp. Ich frag mich, ob wir überhaupt schaffen, hier alle neuen Items zu craften. Ich meine, die Lichtschwerter schaffen wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben genug verschiedene Diamanten. Wir kriegen das hin. Ich hab hier getötet. Sie ist einfach im Blut zersplattert. Eine Feder habe ich bekommen. Oha. Der Hammer. Ich warte darauf, dass das Wasser gerendert wird, beziehungsweise verarbeitet wird. Ich habe einen Shiny Red Balloon bekommen. Oh. Tom, mach nochmal Wasser hin. Glätt mir. So, hat angeblich jetzt angefangen. Jo, mach so. Ach, ich habe den Jungle jetzt auch übersprungen. Uff. Auch ganz dringend Heiltränke. Da ist noch eine Corruption. Okay. Oh. Verdammt. Runtergefallen. In meiner Erkundungstour hier werde ich wahrscheinlich gleich sterben. Okay, während das Wasser da gedingst wird, sollte man lieber nichts abbauen. Jo. Was ist denn? Ja, das geht wieder alles zurück. Das ist nicht gut. Ja. Mein Gott, wenn ich mit meinem Tunnel am Ende ankomme, dann wird die halbe Hellworld voller Wasser sein. Okay, hier ist unter Wasser. Tom, ich bin gleich aus der Map draußen. Das ist ein Hai! Nein! Und stirbt Tom oder wird es überleben? Das erfahrt ihr. In der nächsten Folge. Ja. Ich werde es nicht überleben, ich sterb gleich. Ich habe aber einen Haizahn gefunden. Das ist ein Herzkristall und nichts mehr. Ich bin ertrunken! Du hättest jetzt genau an der Stelle schneiden müssen.
Das können wir dann machen. 5 Minuten Part. Genau. So, ich mach mal den Shiny Red Balloon, den ich da gefunden habe. Den habe ich gar nicht rausgenommen, ich Idiot. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Du Idiot. Ich sollte meinen Obsidian Scar wieder anziehen. Genau. Oh. Was willst du denn machen mit dem Ballon? Gar nichts. Ich dachte, wir sollen jetzt benutzen. Ja, ich werf mal meinen ganzen Müll hier weg. Aquazepter braucht auch niemand. Gel, wer braucht das schon? Silbererz? Ne. Featherfall? Nein. Spelunker Potion will auch niemand. Was für eine Potion? Ich hab noch paar keine. Woodwall, okay, die ist vielleicht noch ganz praktisch. Was bringen die ganzen Potion denn? Ich hab noch gar keine. Ja, aber was hat dieses shiny Dingens gebracht? Spelunker Potion hat mir gebracht, dass ich Schätze sehe oder so. Toll. So, und da müssen wir jetzt Stühle reinmachen. Nee, und ja, und Tische. Ein Stuhl, ein Tisch reicht, soweit ich weiß übrigens jetzt. Jo. Ich habe übrigens kein Holz abgebaut, schlau wie ich bin. Ich habe auch nur sehr wenig. Na, ich hab dir doch voll viel gegeben. Ja, er hat auch schon voll viel wieder verbraucht. Ich habe noch 2 Ambosse! Hooray! Zombie! You may not live! Copper Coin und Cool, wie gut, dass man jetzt Items verdoppeln kann durch dieses Set-Wasser-Dingen. Was? Ja, weil die du abgebaut hast, die hast du im Inventar und nachher werden die irgendwie dann nochmal durch ein Rollback abgebaut und dann hast du die zweimal. Das ist cool. Okay, naja, in der Herald-World ist das cool ein bisschen krass. Ich brauch Tränke. Hab ich schon erwähnt, dass ich Tränke brauche? Nee, hast du noch nicht. Ich brauch übrigens Tränke. Nee. Doch! Deshalb sage ich's doch. Sagt er hier einfach nee. Lügt mich an. Natürlich brauche ich Tränke. Nein. Tränke werden. Also soll ich mal ein bisschen Lava vor die Haustür packen? Ja, mach das. Ja, wie kann ich das machen? Auf der Seite ist dann wahrscheinlich der Dungeon. Aber dann nicht so, dass wir drüber latschen. Sobald wir genug Tränke haben, müssen wir dann wieder unseren Spawnpoint beim Dungeon machen. Wie kann ich denn Kackding machen? So einen Eimer brauche ich doch dafür nicht. Für was? Dass ich Lava hochholen kann, nicht? Jo, aber die Lava braucht jetzt nicht zwangsläufig. Was wir vor allem brauchen, ist erstmal die NPCs. Jo. Dann hack mal ein bisschen Holz ab, Tom. Warte, ich hab mal ein bisschen was ranschaffen hier. Das tue ich. Ich bin doch fleißig. Ich tue doch was für meinen Egoismus. Der muss wohl verdient sein. Nein. Doch. Oh Mann. Ach ja, wenn irgendjemand noch Hellstone oder, nee, wie heißen die, Molten Items braucht oder sowas, sagt Bescheid. Ich hab noch genug Hellstone Bar. Oh, hier ist der Meteorit abgestürzt. Oh. Tom heißt, Was? Thorn in H? Ich wurde in zwei Hälften gerissen. Durch so einen Meteoritkopf. Aua. Was? Das hat wehgetan. Ach komm, Tom, ich baue mal den Meteorit eben ab. Ey, ich brauch Heiltrank. Tom, was kannst du eigentlich? Ich brauch Heiltrank. So, ich geh jetzt auf die andere Welt und... So, Leute, ihr könnt das mal hier zuschauen hier. Der Singleplayer, Ja, natürlich. Gehen wir mal in unsere Let's Play-Welt. Die Gargamel-Welt, die gibt's gar nicht. Die habt ihr nicht gesehen. Die ist unexistierend. Ja, deswegen redest du da auch so. Ja, weil die habt ihr gerade nur gesehen, weil ihr halluziniert. Haha, ich hab mich beleidigt. Haha, nein, natürlich nicht. Was haben wir hier in den Kisten? Kiste. Tom, ich glaube sowieso nicht, dass du da so viel hast Iron wie ich in meiner Welt. Da ist ich bin mir relativ sicher, dass Kisten. Du in deiner Welt mehr hast wie ich. Ja, ich habe erstmal hier Mana Potion. 100 Kisten, also das ist nur mit Scheiße voll, ey. Das ist echt abartig. Was, du hast in deine Kisten gekackt? Ja. Yeah. Irgendwo muss ja auch ein Klo sein. Ist doch eklig. Egal, Lesser Healing Potion. Ich hab nicht genug Geld. Wir haben auch noch gar kein Klo. Ich hab nicht genug